So Freunde, hier ein Video mit Onur und mir, da sieht man mich mal außerhalb meiner Komfortzone hier. Wir haben da ein bisschen über YouTube geredet, ist auch spontan entstanden, er kommt ja aus Köln, ich war zu dem Zeitpunkt mit ihr in Köln. Wir haben da wie immer Nick und Lucy besucht, wieder einen sehr schönen Tag gehabt. Habe ich gesagt, kommt vorbei, wir sind da gerade Drohne am Fliegen, am Üben etc. Können wir kurz ein Video aufnehmen, deshalb auch im Grünen, im Freien gedreht. Ich würde mal sagen, ohne große Umschweife, let's go. Ach YouTube, ach, was ist mit Berdehan? Fragezeichen. Onur, läuft. Läuft schon, ne? Boah, ein Fliege ist in meinem Mund. Haben wir's. Wer hätte das jemals gedacht, dass ich bei so einem Straßeninterview bin? Das ist kein Straßeninterview, Bro. Heute nicht, vielleicht nächstes Mal, ja. Ja, Freunde, die Kacke ist wieder anders am Dampfen. Ein. Das Ding ist, tschüss. Die letzten 9 Monate ohne Training haben sich bemerkbar gemacht an meinem Bauch. Ja. Nein, auf jeden Fall was gedacht heute, euer Onur hier am Start mit. M-A-Z-D-A-K, checkt mich ab auf YouTube, das ist klar. Das Ding bei der ganzen Sache ist, ich bin trotzdem breit geblieben. 9 Monate ohne Training. Zeig mir eine dieser Stofflutscher, die nach 9 Monaten noch immer so aussehen, so breit sind. Sei ehrlich. Und außerdem, wir beide wissen ja, was im Video passiert, denn sie hat die Kamera gehalten die ganze Zeit. Respekt dafür auch. Über eine halbe Stunde oder so. 40 Minuten. Ja. Wenn nicht gelernt, ist auch auf jeden Fall alles in der Beschreibung. Auf jeden Fall, was machst du heute hier? Erzähl mal. Ja, wir waren hier gerade ein bisschen Drohnenfliegen. Zufälligerweise in deiner Nähe in Köln, ja. Hier mit Nick für die nächste Pedohunters-Folge. Und du hast mich gefragt, können wir was aufnehmen, ja. Videotechnisch. Ich bin komplett unvorbereitet hier. Ich lasse mich einfach spontan überraschen, soll aber was Ernstes sein, natürlich. Mäßig. Auf deinen Nacken. Auf jeden Fall, ja, ich habe Masak angeschrieben für das Video. Eigentlich wollte ich mit ihm so über generell die Szene reden. Aber dazu kommen wir gleich. Ich will noch 2, 3 Punkte einfach so sagen, die mir auf dem Herzen liegen. Ich hab also mit Szene meint er nicht meine Szene oder ihre Szene oder seine, sondern er meint die Szene. Kuss geht raus an der Stelle. Bist du Stichelei, muss immer sein. Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Nachrichten bekommen. Von wegen so, warum hast du Videos mit Sarah gedreht? Solche Nachrichten auch unter meinen Kommentaren. Und ich muss einfach dazu mich äußern, einfach so um was klarzustellen. Es wird ja immer noch in den Raum geworfen, dass ich auch Videos mit Sarah gedreht hätte. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe bei einem Video bei Berdehan mitgemacht. Da hat er sich falsch ausgedrückt. Er hat mit ihr ein Video vor langer Zeit gedreht gehabt, hat aber nicht veröffentlicht. Das wollte er damit sagen. Auf jeden Fall, die Sache wollte ich klarstellen. Ich habe nie ein Video mit Sarah gedreht. Ich hatte auch die Möglichkeit. Also, zumindest nicht in den letzten Wochen, hat er nochmal korrigiert, okay? Und Sarah irgendwelche Videos drehen für Klicks, für Reichweite, was auch immer. Aber ich habe selber persönlich gesagt, ich will das nicht. Ich habe auch Berdehan von Anfang an gesagt, vor dem ersten Video, guck mal, ich habe eine Vorgeschichte mit Sarah, kannst du auch gleich drauf eingehen. Dreh keine Videos mit dir, das wird dir nur Probleme bringen. Er hat leider nicht auf mich gehört. Kahn hat ja auch, du hast ja in den letzten Videos gesagt, so von wegen ohne tut so, als wenn der nichts damit zu tun hätte. Das stimmt so nicht. Ich habe in meinem letzten Statement gesagt, du hast da 100% recht bei der Sache, was davor war oder was danach war, ist wiederum so eine andere Sache. Aber bei der Sache bist du 100% im Recht. Dieser eine Satz, was du mir geschrieben hattest, das würde alles zusammenfassen in einer Aussage. Du kannst ihn komplett nachvollziehen, warum er so sauer ist. Ja. Wie hättest du reagiert? Sag dir ehrlich. Wie hättest du reagiert? Wenn er da gesessen hätte, daneben, deine Mutter wäre beleidigt worden von einem 15-jährigen Mädchen, du wärst nicht so ruhig geblieben wie der. Und damit hast du mich auch gecatcht. Ja. Damit hat er mich gekriegt. Weil das Ding ist, ich habe ja diese ganze Sache quasi mäßig auch sehr groß gemacht. Ja. Also reingebracht überhaupt. Der Hate, den er gekriegt hat. Und Berdehan war ich ja im Endeffekt einer der Auslöser. Ja, wenn nicht der Auslöser durch dieses Telefonat mit der Mutter. Ja. Daraufhin haben die mich kontaktiert, haben mich gefragt, so. Also wir haben geredet, ich habe denen das erklärt. Die wussten das auch von Anfang an, dass das ein Fehler ist. Jeder macht mal Fehler. Auf jeden Fall brauchen wir darüber nicht zu reden. Und bezüglich dieser Sache mit Videos mit Sarah drehen etc. Dazu hatte mir die Mutter von Sarah was sehr Interessantes erzählt. Denn ich war so geschockt und überrascht, als ich deinen Namen erwähnt hatte und dort saß. Da meinte sie, oh, Onur, guter Junge, ist eine gute Junge. Das hat dir dann gesagt. Ich dachte so, weißt du, von welchem ich rede? Ja, der ist guter Junge. Ich habe mal vor einem Jahr oder so, war mal was mit dir. Du hast auf sie gehört, hast das akzeptiert, was sie gesagt hat, hast das durchgezogen. Die meinte, man kann gut mit dir reden. So, da war ich, habe ich schon direkt gewusst, okay, dieser Junge ist gut, mit dem kann man reden. Da habe ich mich auch bereit erklärt, weil ihr habt ja am selben Abend dann noch, wo ich bei Sarah war, die Videos offline genommen. Respekt auch an der Stelle an Berdehan, dass er das durchgezogen hat, ja? Dass er nicht so dickkopfmäßig sich, sage ich mal, also man merkt, durchsetzen wollte. Ich keine Kamerafrau bin, Leute. Ja, ein Stativ wäre gut gewesen, aber du bist trotzdem kaputt gegangen dadurch. Du hast für über 40 Minuten gehalten. Respekt. Quasi so, nee, ich mach nicht aus Prinzip. So. Er hat Herz gezeigt, er ist auch jung, hat auch Fehler gemacht. Und im Endeffekt trotzdem Scheißaktion. Sag ich dir, wie es ist. Normalerweise macht man ja sowas nicht, aber im Endeffekt, jeder macht mal Fehler. Okay. Genau, also zu der Sache, das war einfach so, letztes Jahr
habe ich ein Video mit Sarah gedreht. Da meinte sie zu mir, dass sie 16 ist, haben wir ein Video gedreht. Am selben Tag, ich weiß nicht, wie die Mutter meine Nummer herausgefunden hat, Bruder, schlimmer als FBI. Am selben Tag hat sie mich angerufen und meinte, guck mal, meine Tochter hat gesagt, die ist 16, aber sie war 13 zu dem Zeitpunkt oder 14. Und hat bei einem Video mitgemacht, weißt du so. Und dann habe ich direkt gesagt, okay, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, ich werde das Video niemals online stellen, habe ich auch nie. So. Hat sie mir erzählt, genau. Genau, das war einfach so das eine, das war vor einem Jahr, aber danach habe ich nie mit Sarah irgendwelche Videos gedreht oder online gestellt. Was ich mich aber dann frage, wie gesagt, das ist ein spontanes Gespräch. Ja. Warum habt ihr trotzdem durchgezogen? Du warst ja dabei im Auto, genau. Du bist ja der Ältere. Ja. Tut mir leid, wenn ich das so frontal frontal rein. Warum? So irgendwas muss ja in deinem Kopf vorgegangen sein. Ja. Also ich sag dir ehrlich, ich an deiner Stelle, aber ich bin auch ein ganzes Stück älter als du, hätte da klipp und klar gesagt, guck mal, ich habe schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht, dies, das und tralala, mach nicht. Ja. So. Genau. Krass war der Arme, ich habe den wirklich kalt erwischt. Mhm. Normalerweise, wenn man irgendwo eingeladen wird zu einem Video, bleibt man so auf der Seite von demjenigen. Aber das war meine Frage, ich wollte die stellen und er hat sich jeder Frage gestellt. Er hat es auch nicht rausgeschnitten, Respekt dafür. Mhm. Oder also zu der Frage, deswegen gebe ich mir auch seit sehr vielen Tagen die Schuld. Ich sag mir auch so, okay, warum habe ich damals nicht Hertha auch Berdan so zugeredet und ihm gesagt, hör auf damit. Ich habe zwar dem das so gesagt, so weißt du, hör auf damit, das wird böse enden, aber nicht stark genug. Und deswegen fuck ich mich seit Tagen auch ab, weil ich das eigentlich, diese ganze Situation hätte verändern können. Es war einfach so, der hat diese zwei Bachelor-Videos gedreht, war mir egal, so weißt du, so soll der machen, ist seine Sache, so ich kann mich da nicht einmischen, er ist ein YouTuber, ich bin ein YouTuber. Na klar, die Leute in der Szene wissen so, dass wir halt befreundet sind, aber das heißt ja nicht, dass wenn er Videos dreht, dass ich da auch 100% hinterstehe. Genau so, und beim dritten Video meinte er auch zu mir, das habe ich auch in meinem Statement so gesagt. Ja, und auch dieser Zoom und diese Unscharf und so. Sag, Bruder, guck mal, komm mal mit. Ich muss jedes Mal ranzoomen, ich will doch keine Kamerafrau. Zwei, drei andere Mädchen, ich will nicht alleine da sein. Komm einfach mit, sag nichts, aber sitz einfach hinten so, okay? Ah, stimmt, das war im Video. Ich habe ja darauf reagiert. Stimmt, hatte er gesagt, damit es nicht Gerüchte gibt, mäßig, der hätte was da mit denen angefangen, damit ein Zeuge. Okay. Weil das gab es ja, diese Gerüchte, ja, diese andere. Genau, da war ich auf jeden Fall dabei. Ich war ja erst ab diesem Zeitpunkt mal wieder, habe ich da ein bisschen reingeschaut. Davor war ich ja komplett totenstille. Wäre gar nicht auf irgendwas davon reagiert. Guck mal, schau mal, Bruder, ich will auch meinen Kopf gar nicht aus dem Statement gesagt, das war echt komplett scheiße vor mir. Erstmal, dass du Kanavi beleidigst, seine Mutter und so Leute, die damit gar nichts zu tun haben, genau wie Lejanko. Ich entschuldige mich schon mal öffentlich dafür, das war echt scheiße. Ich bin auch dafür bereit, mich persönlich zu entschuldigen. Falls das auch nicht reicht, kann ich auch anders dafür gerade stehen, das ist ja gar kein Problem. Auf jeden Fall, Leute, das dazu, das wollte ich einfach nochmal ergänzen. Ich wollte mich jetzt nicht irgendwie mit den anderen Fehlern von Kanavi profilieren und sagen, okay, guck mal, du hast auch deinen Fehler, ich habe meinen Fehler, ich bin irgendwie im Recht oder sonst was. Kanavi war da 100% im Recht, das sage ich jetzt hier nochmal. Aber ja, da kommen wir einfach zu einem Punkt, der mich selber ein bisschen enttäuscht hat, sag ich mal, du hast das ja selber in deinem Video angesprochen, so von wegen, die haben sich bei Kerem gemeldet mit Kerem Abi. Erstmal sage ich natürlich Kerem Abi, der Mann ist immer noch 8-9 Jahre älter als ich. Ich habe den einfach angeschrieben und habe gesagt, hör mal zu Kerem, du hast einen guten Einfluss auf Khan. Lass es einfach so klären, dass ich den Berdan packe, du kommst mit Khan. Auf jeden Fall, wir klären das einfach so im guten Sinne von wegen, also, dass sich Berdan persönlich entschuldigt, bei den Eltern, bei Khan, bei jedem, der sich da einfach verletzt gefühlt hat, auch öffentlich, dass man ein Video macht, von mir aus auch auf Javi seinem Kanal, dass man ein Bild macht und dass die Sache geklärt ist, weil ich sag mal so, okay, Berdan hat nicht einen großen Fehler gemacht, dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, dass er das noch mit reingeschnitten hat, aber trotzdem hätte man das alles so friedlich klären können. Ich würde das einfach so klären, bevor diese ganzen anderen 4-5 Videos kamen, so, wo gegen Berdan auch indirekt geschossen wurde mit diesen SpongeBob-Bildern und ganzen Titel, aber da hat mir der Kerem leider nicht geantwortet. Ich kann mir aber auch vorstellen, warum, weil bestimmt Khan gesagt hat, eine These von mir, bestimmt antworte nicht drauf, ich bin immer noch sauer auf ihn. Und da denke ich mir einfach, guck mal, wer sind wir, dass wir einander nicht verzeihen können, wenn sogar Gott jede Sünde verzeihen kann. Man hätte das einfach so friedlich lösen können. Irgendwie das wäre wirklich schön gewesen. Wäre wirklich schön gewesen. Ja. Und wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, warum ich jetzt hier hingerufen habe, was du auch in deinem Video angesprochen hattest, diese heuchlerische Konsumgesellschaft. Das zeigt es aber auch immer wieder, guck mal, jetzt ist dieser kleine Beef oder große Beef, wie man es auch nehmen will, in Gange und die Klicks schießen in die Höhe, Bruder. Ob es jetzt 200.000 Klicks, 300.000 Klicks, Likes, Kommentare, einfach diese ganze Resonanz ist richtig krass und das finde ich schade, weil auch bevor ich mit YouTube angefangen habe, vor ein, zwei Jahren, habe ich gesehen, okay, wo ist die Nachfrage hoch? Ich habe ja YouTube so analysiert und gesehen, diese ganzen Eskalation-Videos, diese ganzen Videos, Bruder, die gehen durch die Decke normal. So. Und man will ja die Nachfrage, wie beim Wirtschaftsmarkt Twitter, genau, weißt du siehst, so? Genau, du siehst, was wird... Was denn? Ja, die Kameraführung, also ja, ganz ehrlich, ich hatte jetzt einmal... das? Ja, es juckt mich nicht, wenn du es nicht erwähnt hättest, jetzt nicht mehr. Jetzt sag mal bitte, jetzt sag mal ganz ehrlich, wenn ich nicht diese Kamerafrau gewesen wäre, hättest du dich mega drüber abgefuckt. Ich schwöre, es ist mir nicht mal aufgefallen, mich fuckt es ab, dass du es merkst und die ganze Zeit mir erwähnt. Was juckt mich das? Okay. Aber es hat mich nachgefragt, das bedienst du. Ja. Also ich sag dir ehrlich, eure Videos, die ja Schmutz sind, muss man einfach so sagen, also diese Schmutz-Content-Videos, haben die besten Klicks. Warum? Weil die Leute sind da, die es haben wollen. Verstehst du? Weil die Konsumenten verlangen danach. Wenn ihr das nicht macht, in 2-3 Monaten kommen neue, die hinterherkommen und denken, die Sache ist gegessen. Wie bei Jolli, bestes Beispiel. Ja. Ich
Ich muss einfach hier nochmal Danke an alle meine Leute unter seinen Kommentaren. Ich habe schon ein paar Kommentare durchgelesen. Er hat quasi nur positive Resonanz gekriegt. So viel Mazdaq Army steht da drunter, die jetzt hinter ihm stehen und sagen, krass, so ein Bild hatte ich von UNRWA gar nicht. Das war richtig und sehr, sehr wichtig, dass er das gemacht hat. Ich werde bis jetzt noch zugespammt von Nachfolgern von ihm. Ein Jo ist weggegangen, der Einzige war, der solche Videos gemacht hat. Ja. Mittlerweile gibt es 10, 20 neue, die ihm das nachmachen und keinen juckt das. Die Gesellschaft fokussiert sich auf eine Person, die jahrelang in Ruhe ihre Videos machen konnte, ja, wie so ein Jo. Das ist das beste Beispiel. Auf einmal, einer fängt an, gegen ihn zu schießen, wie ich zum Beispiel. Ja. Alle stürzen sich drauf, die haben gesehen, boah, der macht gute Klicks damit, bam, pff, zerfressen das. Ist ja das gleiche wie bei Berger. Ja, zerfressen das, zerfleischen den mäßig, weißt du? Und das gleiche ist ja jetzt passiert. Wie Hyänen, Bruder. Und ein paar Monate, aber so ist das, jeder will ein Stück von seinem Kuchen haben. Ja. Wie Javi so schön letztens in einem Video gesagt hat, wo er abgegangen ist. Jeder will ein Stück vom Kuchen, natürlich. Ja. Wenn du ein Stück holen kannst, dann hol dir ein Stück. Nur musst auch mit den Konsequenzen rechnen, genau, die danach sind. Was im Hintergrund passiert, kriegen viele Leute gar nicht mit. Diese Filme, die du so erzählst, diese Theater, Märter, Gott sei Dank habe ich bis jetzt noch nie sowas gehabt, weil bei mir YouTube ist YouTube und Real Life ist Real Life. So man will das nicht überschwemmen lassen übereinander. Ja. So, deswegen, im Endeffekt ist das ja immer noch ein Hobby, Leute. Ne? Man sollte das nicht zu ernst nehmen. Deswegen versucht man immer den ruhigen, vernünftigen Weg einzugehen. Deswegen so wenig wie möglich drohen, auch diese ganzen Sachen. Unnötig. Er hat dies gesagt, der hat dies. Und man lernt aus dieser Scheiße, weißt du, man lernt aus diesen Fehlern und die Sache ist erledigt. Und um zurückzukommen auf diese Konsumschiene, diese Konsumkacke, die es gibt. Angebot und Nachfrage. Ja. So lief das bei euch ab. Ihr habt euch nichts dabei gedacht. Der Gegenwind war sehr gering. Ihr würdet bis jetzt auch noch weitermachen und es würde höchstwahrscheinlich noch 3, 4 weitere geben, die das machen, wenn es keinen Gegenwind gegeben hätte. Man lernt erst dazu, wenn jemand einem einen Spiegel vorhält, wenn jemand einen darauf hinweist. Deswegen finde ich Kritik sehr, sehr wichtig. Wer hier und da Kritik ausübt. Guck mal, als du dich bei mir gemeldet hast, nachdem mein Video, sage ich mal, euch quasi auseinandergenommen hat, du hast meine Kritik. Aber er ist ein sympathischer, ehrlich, war cool mit dem. Angenommen, ihr habt sehr mit Respekt, auch Berhan. Ich habe auf ihn eingeredet und der hat das angenommen, obwohl er so ein Dickkopf ist, weißt du, so Sturkopf etc. Ja. Aber was im Hintergrund so passiert, das sehen die Leute nicht mit. Das ist sehr, sehr wichtig. Äußert Kritik, aber eure Kritik muss sachlich sein, eure Kritik muss respektvoll sein und vernünftig rüberkommen. Denn nur dann kriegt ihr auch diesen Respekt zurück. Die waren mit Sicherheit nicht respektvoll zu mir, weil ich, sage ich mal, mäßig Babo älter bin oder Babo-mäßig will ich gar nicht sagen. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ich weiß, wie hättest du reagiert, wenn ich dich so angeschrieben hätte, gesagt, du bla bla bla, Beleidigungen, was machst du im Internet, schämst du dich nicht? Weißt du, so. Aber wenn jemand vernünftig, beziehungsweise ihr habt mir ja geschrieben, ihr habt mir geschrieben, aber wenn jemand dann vernünftig mir schreibt und sich entschuldigt auch noch, direkt am Anfang seinen Fehler einsieht, und um Rat fragt, beziehungsweise so, dann gehe ich auch auf den zu. Ja. Und das ist auch der Grund, auch, was ich sehr wichtig finde, dass wir dieses Video machen, weil das ja an die Zuschauer gerichtet ist, damit die verstehen, was der Auslöser des Ganzen war. Denn die Zuschauer im Endeffekt sind die Konsumenten. Die Zuschauer sind im Endeffekt auch mit daran schuld, wenn solche Formate, wenn solche Videos viral gehen. Denn Angebot und Nachfrage, ist die Nachfrage groß, ist ja klar, dass das Video auch bedient werden muss. Und das ist halt das Traurige, aber das Ding ist, guck mal, du bist objektiv geblieben, du bist zu mir gekommen, hast gesagt, guck mal, dass auch ein, zwei Schmutzvideos gab, wenn man die so nennen darf, wo ich auch sage, okay, das ist so, weißt du, ich habe ein, zwei, drei Videos, die wirklich so eine Grenze überschritten haben, aber du hast mir auch gleichzeitig gesagt, guck mal, ich habe deine Videos analysiert und da waren auch viele normale dabei, das versuche ich auch in den letzten Wochen. Genau, das war ja das, was ich dir gesagt habe, wo ich dir gesagt habe, guck mal, warum machst du nicht diese Formate weiter? Die machen ein bisschen weniger Klicks, aber das ist mir egal, sag ich dir. Aber unterhaltsam war trotzdem. Ich habe ja, hast ja letztens noch, habe ich eins davon gepusht mäßig. Ja. Ich meine, Leute, geht mal auch darauf, unterstützt die Leute dafür, wenn sie auch mal normalen Content bringen. Das bringt nichts, einfach nur mit dem Finger immer zu zeigen, ja, du bist ein Mixer, du bist ein Dies, du hast Scheiße gebaut, dieses Video ist kacke, sondern zeigt Lösungswege. So sieht's aus. Deswegen finde ich das auch so geil, dass ich mich hier auch mal diesbezüglich äußern kann. Ja, und du bist hier mein Zeuge, wie viel ich versucht habe dazwischen. Bin ich auch sehr dankbar, das sehen die Leute nicht. Und ihr seid kein Einzelfall. Alle die Videos von mir, die ihr seht, wo auch wirklich heikle Themen befasst werden, ohne euch kleinreden zu wollen, wo nicht so kleine kindermäßig sich spiefen, sondern wirklich krasse Sachen,
wo Eskalationen schon fast ausgebrochen sind, ja, diesbezüglich, habe ich auch geholfen. Ja, war, das stimmt, im Hintergrund. Aber wirklich ältere Leute in meinem Alter, krasse Leute, die wirklich gefährlich sind, keine Bella so, ja, keine kleinen Kinder etc., da stand ich auch zwischen den Stühlen. Der hat mich gefragt, was Sache ist, der so habe ich geschlichtet in der Mitte. Das sehen halt viele, viele Leute nicht. Die denken sich nur, der sitzt da, macht Reactions, sehen aber nicht, was im Hintergrund, dass man wirklich versucht zu helfen, dass man ein gutes Herz hat. Ich könnte auch wie die anderen Lutscher sein und Reactions ballern und einfach ignorieren, wenn mir jemand schreibt etc. Ja, kannst du mir vielleicht dabei helfen, so. So bin ich nicht. Ja. Hinter den Kulissen aber. Und ich will einfach so anderen Content bringen, sei es jetzt mit diesen Autovideos, Straßenumfragen. Ich bin jetzt kein Heuchler und sage so, ich verspreche euch, dass es nicht mehr so knallen wird. Kann sein, dass es dazu kommt. Ich hoffe aber nicht, so weißt du so. Auch wenn, es wird immer so ein gewisses Niveau bleiben. Meine treuen Zuschauer, die wissen auch so, dass ich immer so dazwischen streite, wenn es zu viel wird und so. Ich will auch gar nicht die Schuld von mir abweisen. Falls ihr einfach so das seht, dass man trotzdem so meine Videos disliken sollte, dann könnt ihr das gerne machen. Ich küsse eure Herzen, macht euch 3-4 Fake-Accounts. Ist ja kein Problem so. Aber man sollte einfach nur diese beiden Seiten der Medaillen einfach mal so sehen. Und was Berdan angeht, wie gesagt, Berdan hat einen großen Fehler gemacht. Ich will ihn jetzt auch gar nicht so den Leuten zum Fraß vorwerfen. Aber das muss man einfach sagen. Das wird er auch selber hoffentlich sagen. Habe ich ihm auch geraten. Aber nichtsdestotrotz schreiben mir auch sehr viele Leute, Bruder, die gar nicht so die Bindung zwischen mir und Berdan kennen. Ich und Berdan sind schon länger befreundet, als wir YouTube gemacht haben. Von wegen, trenne dich von Berdan, häng dich mit Berdan ab. Vielleicht mal eine schlechte Person oder so. Aber ich stehe hinter Berdan, nicht hinter seinen Fehlern, aber hinter der Person, weil ich weiß ganz genau, Berdan ist echt ein lieber Junge. Er hat sehr viele Fehler, ist ein Hohlkopf, musst du offen und ehrlich sagen, nicht jetzt Kerze auf der Torte. Aber ich gucke da die ganze Zeit rüber zu Nick, Lucy und unserer Kleine. Ja. Die haben ja auf sie aufgepasst da in der Zeit, wo du Kamera gehalten hast und wir geredet haben. Ich wollte die ganze Zeit sehen, dass sie da nichts macht, verstehst du? Deswegen war ich ein bisschen abgelenkt. Weißt du, guter Junge. Walla, Bruder, es ist leider so. Ist ja nicht böse gemeint, aber er ist erst 20 Jahre, halt mal 2 Jahre jünger als ich und ich sehe einfach die Person in ihm, was noch aus ihm werden kann. Deswegen werde ich auch hinter ihm stehen. YouTube-technisch ist wieder eine andere Sache. Wenn der trotzdem diese Videos machen will, werde ich ihm sagen, halt mich da raus, ich werde dann nicht mehr mitmachen, aber so freundschaftlich ist wieder eine ganz andere Sache. Ich weiß, dass sie es auch gut meint, aber trotzdem solltet ihr einfach das respektieren, dass ich mich von Berdan freundschaftlich zumindest nicht trennen werde. Und im Endeffekt hast du dadurch zwar ein wenig Hate gekriegt, aber dein Herz ist größer geworden und man hat auch einige Leute, die im Hintergrund, sage ich mal, Fäden ziehen oder im Hintergrund agieren etc., haben gemerkt, dass du ein guter Junge bist. Denn du standst wie eine Wand hinter ihm. Mhm. Egal, wer was gesagt hat, du warst trotzdem da. Du hast natürlich ihn in eine richtige Richtung gelenkt. Ja, im Endeffekt hast du ihn ja dazu gebracht, die Videos offline zu nehmen. Und das alleine ist schon sehr lobenswert. Muss man einfach sagen. Danke, solche Leute, wenn du dann einen Berdan fallen lassen würdest, wie es andere verlangen, was dann? Was wäre schwer? Meinst du, es wäre besser? Meinst du, er wird sich dann bessern? Ah, cool. Haha, mein bester Freund oder mein Freund hat mich fallen lassen. Geil. Jetzt werde ich mich ändern. Ja. Das denken die Leute, Bruder. Ja, also, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Nee, finde ich auch Quatsch. Also ich weiß ihn auch wie seine Fehler ein. Ich werde auch wirklich versuchen, mich positiv, sag ich mal, ihm entgegenzuwirken, dass er wirklich damit aufhört, beziehungsweise seinen Content überdenkt. Der Rest ist ihm überlassen, Bruder. Letztendlich ist er ein freier Mensch. Ich danke auch Masak von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Klar, das hat perfekt gepasst. Ich war ja eh hier eingeladen bei Nick. Wie war ja direkt um die Ecke. Warum nicht? Kann man auch öfter machen, von mir aus sehr gerne, Bruder, wenn es so Themen gibt. Vielleicht nicht solche Themen, aber so andere Themen, du weißt ja, was ich meine. Ja. Und zum ersten Teil des Videos, wie gesagt, davon wusste Masak nichts, das wollte ich einfach persönlich sagen. Ich habe Masak angeschrieben und gesagt, lass mal ein bisschen sowas gegen diese, sag ich mal, heuchlerische Konsumgesellschaft angehen, was dazu sagen, unsere Meinung, ihr könnt es annehmen oder nicht. Ich will jetzt auch nicht damit sagen, ihr seid schuld daran, auf keinen Fall, aber ihr wisst ja, was ich meine. Jeder hat irgendwo so seine Teilschuld. Aber wie gesagt, Bruder, ich danke dir nochmal, dass du heute dabei warst. Gerne. Auch vielen Dank an Masak, seine dabei? Frau. Bruder, im Auto. Geld. Auch vielen Dank an Masak, seine Frau, die jetzt seit einer halben Stunde hinter der Kamera steht. Länger als eine halbe Stunde. Länger als eine halbe Stunde. Du musst direkt rein, Scheiße. Oh Mann. Boah, 40 Minuten. Und Masak steht hier trotzdem seit einer halben Stunde mit Schmerzen. Falls sich Leute wundern, warum ich die ganze Zeit wackel. Gut, dass du es erwähnt hast. Mama, ich höre es dir einfach. Ich danke dir, Bruder. Und denk immer daran, in jedem von euch steckt ein kleiner Mastak. Oh Gott, wie sehe ich denn da aus? Katastrophe. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War schön. Ich werde auf jeden Fall öfters sowas machen. Ich sag nie nein, wenn mich jemand fragt. Weißt du, bin ich für solche Sachen immer offen, immer bereit zu quatschen. Und im Endeffekt war das für ihn doch sehr, sehr gut, dass er es gemacht hat. Sieht man ja in den Kommentaren. Unterstützen wir ihn weiterhin. Ich versuche das nächste Mal, sollte ich noch mal irgendwas aufnehmen, für sich auf jeden Fall still zu halten. Das war ja total. Oder so ein Stativ einfach holen, damit du dich kaputt gehst. Da eine Katastrophe, ja. Egal, passiert. Bis dann, ihr Lieben, und ciao. Tschüss. Vergesst nicht, auf mich abzuchecken.